Von Tobias Nordmann: Der FC Bayern hat es tatsächlich mal nicht in der eigenen Hand, ob die Münchner deutscher Fußballmeister werden. Entscheiden, kein Spaß, andere zumindest an diesem 27. Bundesligaspieltag. Beim HSV gibt's den nächsten Personalwahnsinn-Moment. Wir sind überfordert, nicht mit der Frage an sich wohl, aber mit dem Subtext, denn natürlich lässt es sich an diesem 27. Spieltag der Bundesliga nicht ohne weiteres beantworten. Unseren Kolumnisten, unser Fußball-Wikipedia, die zögerliche, aber nicht anzuzweifelnde Antwort: In der Saison 1999-2000, als Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen am letzten Spieltag nach einem Eigentor von Michael Ballack und einem Treffer von Markus Oberleitner mit 0:2 bei der SPVGG Unterhaching unterlag. Während der FC Bayern um Doppelpacker Carsten Janka die Bremer mit 3:1 besiegte und Meister wurde. Nun, zugegeben, es aber doch pausenlos tun, dass sie am Mittwoch ein sportlich eher unnötiges Champions League-Spiel bei Besiktas gewonnen haben, dass Sandro Wagner die Katze von Istanbul gefangen hätte, wenn sie ein Hund gewesen wäre. Und gegen wen der Club nun im Viertelfinale der Königsklasse ran muss, wissen wir ja noch nicht. Auslosung ab 12 Uhr im Live-Ticker sehen, Aposse. Dann doch lieber schräge Vergleiche und ein bisschen Meisterspannung, und die könnte sich dramatisch prächtig entwickeln. Nämlich so: Erst gewinnt der FC Schalke am Samstagabend nicht beim VfL Wolfsburg. Tippen wir 3:1 für die Rasenballsportler. Zumal RB-Keeper Peter Gulexi so gar keine Lust auf eine Bayern-Krönung in Leipzig hat. Es muss schon viel passieren, dass sie an diesem Wochenende Meister werden. Wir werden alles dafür tun, dass es nicht passiert. Wenn es nach 115.995 Teilnehmern einer aktuellen Kicker-Umfrage geht, dann ist es nicht mehr Peter Stöger, erst recht nicht nach dem blamablen Ausscheiden in der Europa-Liga beim FC Red Bull Salzburg. Sollten die Dortmunder der Empfehlung der Zweidrittelmehrheit 65,5% folgen, 0,9 Punkten aus seinen 11 bisherigen Ligaspielen, 6 Siege, 5 Remis und Platz 3 in der Tabelle. Das Minimalziel Königsklassenquali wäre damit gesichert, ja. Und nun, voll das Dilemma: Obwohl die Zeichen nun eher auf einen Abschied im Sommer hindeuten, der erfolgreiche Euphoriefußball unter Jürgen Klopp hatte die Mannschaft und den Club ermattet. Das kontrollierte Erfolgsspektakel unter Thomas Tuchel wurde wegen atmosphärischer Spannung geopfert. Den anfälligen Systemwahnsinn unter Peter Bosch hielt das Umfeld nicht aus, und mit Peter Stögers nüchternem Ergebnisfußball wird auch niemand warm. Kommt also der nächste. Nun, der Kicker spekuliert über den Taktiker Lucien Favre vom OSC Lille-Vertrag bis 2019, der aber soll auch beim FC Bayern auf der Liste stehen für den Fall, dass der Jein-Jupp irgendwann mal sagt, was er denn nach dem 30. Juni 2018 so plant. Ein anderer Kandidat ist Hoffenheims Julian Nagelsmann, Vertrag bis 2019, ein Kandidat für wen genau? Na, für den BVB und freilich auch für den FCB, und dann ist da noch das externe Interessenmonopol der Schwarz-Gelben an Huddersfields Ex-Borussen David Wagner PUH. Obacht! Einfach mal attraktiven Fußball. Daher tippen wir 4:1, der Retter ist in schwieriger Mission unterwegs. Bruno Labbadia bespaßt seit 3 Spieltagen mit dem VfL Wolfsburg erfolglos, erst ein Remis, eine Mannschaft, die eigentlich ziemlich gut kicken müsste, denn beim Tabellen 15 stehen Leute wie Daniel Didavi, Yunus Mali oder U21-Europameister Maximilian Arnold unter Vertrag.
die dem Ball mit sehr viel Liebe begegnen. Nun sind kreative Ballstreichler für den Abstiegskampf in der Regel so notwendig wie Abrissunternehmer für den Wiederaufbau unserer Situation, sagt Labbadia daher. Ist sehr speziell, das gilt auch für den nächsten Gegner, der ist am Samstagabend 18:30 Uhr der Tabellenzweite. Dass wir unansehnlichen Fußball spielen, trifft uns nicht, es war in Mainz, anmerkt Diret, letzter Spieltag, kein Spektakel, umso schöner ist es, dass das Team in puncto Siegeswille und Körperhaltung voll da ist. Sagt Coach Domenico Tedesco, unser Tipp, verzweifelte Zauberer unterliegen maluchenden Anti-Ästheten mit 0:1 nun. Klar, es ist nur eins, es werden gegen die Hertha aus Berlin am Samstag ab 15:30 Uhr nicht wieder die 11 Fußballer sein, die sich derzeit für die erste Live-Show von Coach Christian Titz bewerben. Tor, Christian Martenia. Julian Pollersbeck, Andreas Hützel, Tom Mickelabwehr, Dennis Diekmeyer, Rick van Drongelen, Merge Mavrai, Kyriakos Papadopoulos, Douglas Santos, Gotoko Sakai, Gideon Jung, Jonas Behauneck, Stefan Ambrosius, Yang Jae Seor Mittelfeld, Luis Holtby, Wallis, Aaron Hunt, Vasilije Janjicic, Filip Kostic, Bakary Jete, Sejat Salihovic, Tatsuya Ito, Matti Steinmann-Sturm, Jan Fiete Ab, Bobby Wood, Andre Hahn, Gianluca Waldschmidt, Sven Schiplock, wer Apos nun wird? Wir wissen es nicht. Daher 0:1 wichtige Ergänzung. Bei Tipps mit Hertha-Beteiligung liegen wir immer daneben. SC Freiburg, VfB Stuttgart, Freitag. 2030 Uhr. Seit 7 Wochen ist Taifan Korkut Trainer des VfB Stuttgart und entgegen aller teilweise schmacklos geäußerten Befürchtungen, dass seine Verpflichtung das Ende des Traditionsklubs bedeute, erinnert sich Trainer Christian Streich, diesmal gibt Apos keine Schwabendepression, sondern C erbeutete Klassenkampfzähler-Tipp 1:0 Borussia Mönchengladbach, TSG Hoffenheim Samstag. 15:30 Uhr, die schlechteste Mannschaft der Rückrunde ist der HSV, die zweitschlechteste der VfL Wolfsburg und dann kommt schon Borussia Mönchengladbach. Unser Tipp 3:0 FC Augsburg, Werder Bremen Samstag. 15:30 Uhr, 7 Punkte aus 3 Spielen. 5 Punkte Polster auf den Relegationsrang. Läuft beim SV Werder noch, die Situation ist trügerisch, sagt Coach Florian Kohfeldt, das ist nicht falsch, denn zu den Gegnern bis zum Saisonende gehören aber unter anderem RB Leipzig, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen, also fordert der Werder-Trainer, wir wollen auf jeden Fall mit einem Erfolgserlebnis in die Länderspielpause gehen, unser Tipp klappt nicht. 2:1 FC Köln, Bayer 04 Leverkusen Sonntag. 15:30 Uhr, wenn jemand etwas zu diesem Spiel sagen kann, ja sagen muss, dann ist es ex-FC. Ex-Bayer-Trainer Christoph Daum im Interview mit dem Bezahlsender Sky sagt er über die Kölner, ich befürchte, stehen die Fans wie eine Wand hinter dem einen FC Köln, um den Klassenerhalt zu schaffen, die Leverkusener, wir sehen hier klar und deutlich, die Hausaufgaben wurden hervorragend gemacht, die richtigen Personalentscheidungen getroffen, sowohl im Spieler- als auch im Führungsbereich. Wir folgen dem Fußballfachmann uneingeschränkt, unser Tipp, Dazu hat Daum nix gesagt. Wir dann auch nicht, da müssen Sie Müller Wohlfahrt fragen. Mein Kollegen, ich bin Internist. Er ist Orthopäde, er kennt sich da besser aus, das sagte Bayerns Stürmer Sandro Wagner über Thiago, der im Champions-League-Spiel bei Besiktas verletzt raus musste, Quelle, ntv.de.